seems like the whole time the ground feels a little bit shaky. Guten Morgen, meine liebe YouTube-Familie. Meine Mama hat gerade angerufen und gefragt, ob ich Lust habe, heute mit Ihnen in Bad Berneck am Nachmittag wandern zu gehen. Und ja, deswegen kommen meine Mama und Stefan gleich noch vorbei und dann gehen wir am Nachmittag wandern. Und ich muss jetzt noch die Wohnung klarschiff machen. Und ich habe hier hinten in meinem Oberteil so ein Zettelchen drin, was die ganze Zeit juckt. Vielleicht schneide ich das noch raus. Ich trage heute übrigens das Top von Lara. Und dann habe ich hier noch einen Gürtel rumgemacht. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das mit Gürtel lassen soll oder nicht. Ich glaube, wenn ich keine Weste drüber tragen würde, dann wird das vielleicht besser aussehen. Na, vielleicht mache ich das noch runter, vielleicht auch nicht. Oh, ich habe noch nicht meine Mascara-Flecken weggemacht und oh, ihr seht nichts. Meine Mama wird Essen mitbringen, das heißt, wir essen dann mittags hier bei mir. Sie wollte da nämlich was kreieren und ja, das bringt sie dann mit. Und ich bin schon sehr gespannt. Dementsprechend filme ich heute mein Food Diary für meinen Beauty-Kanal. Denn wann bietet es sich besser an, für meinen Beauty-Kanal ein Food Diary zu filmen, als wenn meine Mama irgendwas zu essen macht. Ihr wisst ja, ich mache mir meistens Spaghetti mit Tomatensauce, Lauchnudeln, Kartoffeln mit Brokkoli und vielleicht Reis mit Zucchini und sonstigen Gemüse. Das sind so die Varianten, die ich mir zu essen mache und das wird dann immer ein bisschen langweilig. Und meine Mama lässt sich ja wirklich immer irgendwas Neues einfallen und deshalb filme ich heute für mein Food Diary. So, also jetzt muss ich mich aber beeilen und die Wohnung noch ordentlich machen. Und in der Zeit lasse ich die Hasen hüpfen, damit sie mir nicht zwischen den Füßen rumwursteln und auch, dass sie hüpfen können. Seit langer Zeit mal wieder im DM und zwar brauche ich ein Trockenshampoo-Puder für meine Haare. Meine Mama und Stefan sind schon da. Meine Mama ist jetzt in diesen Barfußladen nochmal gegangen und Stefan sitzt im Auto und wartet auf uns. Und ich bin jetzt nochmal schnell im DM, eben wegen dem Puder. Dann schaue ich gleich mal, was es so gibt. Handcreme Liebestraum. Die hört sich toll an mit zartem Blütenduft. Nehme ich eine mit? Ja, ich nehme mal eine mit. Ich brauche eh eine. Die haben das hier nur noch im Beutel, aber das nutzt mir irgendwie wenig. Hier stand nämlich eigentlich immer auch die Dose. Das ist jetzt ungut. Stefan, Zimt. Das letzte Mal. Ich habe Schoko und es schmeckt nach Zimt. Also weil die saubersten sind die, weil die dann von jedem Ding die da machen, da ist alles picobello sauber. Du hast einen alten Bus. Ja, kannst du oben auch noch verglast. Da fährt jetzt sogar zur Landesgartenschau, fährt jetzt so eine Bimmelbahn hier hoch. Hm. Ach, vielleicht kommt es jetzt, oder? Nee, das ist auch wieder Bus. Und du hast eine Packung Bonbons, ne? Ja. Hast du jetzt ein paar neue Schuhe? Erst hat der Mami ihr Zimt an. Huch, was wollen? Liebe und euer Zeit. Vorsicht, da hilft meine Berichtsab. Ja, ja. Ja, zu viel Affe, da will ich zurück. Ich finde das immer noch am besten. Wir sind jetzt in Bad Berneck und hier ist gerade ein Ausläufer von der Landesgartenschau in Bayreuth, in dem Park. Und zwar hier, wo
Springbrunnen angelegt und hier ist ein Wappen zu sehen. Und ansonsten, ich glaube, die Blumen vorne, also die Beete, die waren eigentlich schon immer da. Ich war hier ja schon öfter mit euch, aber das ist halt jetzt speziell noch zur Landesgartenschau. Ist ein Ausläufer und hier oben dann schön der Pavillon, der war aber auch immer da. Da kann ich mich noch erinnern, da war ich als Kind mal und habe ich einen Pfirsich gegessen. Jetzt hat es tatsächlich zu regnen angefangen. Aber hier vorne kommt schon wieder so ein bisschen die Sonne raus. Schauen wir mal, wie es ausgeht. Wir sind jetzt eh schon wieder fast da. Also wir sind fast wieder im Kurpark. Stefan, your turn. Geh mal so zurück, weil ich filme gerade und dann nachher musst du es ändern. Ja, ich weiß nicht mal, wo man. Was denn jetzt schon wieder? Ja, ihr habt doch gesagt, ich soll zurückgehen. Weißt du nicht, was du für einen Effekt haben willst? Musst du jetzt was sagen? So? Ich sehe ja nichts. So ist bitte. Gut, oder? Ja. Aber jetzt sieht man hier den Pavillon hinten. Naja, aber ist trotzdem lustig. Machen Sie! Schnee ran. Das ist eine Seiltänzerin. Im Schirm. Ja, es war nur ein kurzer Schauer. Aber frisch ist trotzdem worden. Jetzt könnte mein Tuch doch gebrauchen. Ach, du hast das? Der Schirm. Nein, ich glaube, das. Nee, habe ich das überhaupt nicht genommen? Was sind das für Tüten da drin, ne? Papiertüten, Stefan. Hinterher weiß man es dann nicht mehr, wo man es haut. Oh ja, passt doch. Was ist? Jetzt bin ich froh, dass ich es habe. Ja. Ich war ein kleines Tüchen dabei. Das ist ja schon. Ja. Alles musst du mitnehmen. Schon, ja. Tücher, Schirme. Na, dass es heute regnet, hätte ich nicht gedacht. In all the winding roads, the bumpy rides, decisions that you made, you have to take another leap. Close your eyes and believe me when I say. Also Simone, tschüss, gell? Tschüss, Mama. Mach's gut. Du auch. Tschüss. Tschüss. Wahrscheinlich mitbekommen habe, bin ich jetzt wieder daheim. Ich habe jetzt noch so ein bisschen meine Sachen verräumt. Ich muss noch ein bisschen was bei dem Daily Vlog heute Abend machen. Das Thumbnail ist noch nicht fertig. Das muss ich auf jeden Fall noch fertigstellen. Die Babys sind gerade dabei, Abendessen zu essen. Ja. Baby, Baby, Babys. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen.